Ich will mich nicht lange mit Anreden aufhalten und sage nur, liebe Schwestern und Brüder, und da sind alle mit gemeint, ob sie an Gott glauben oder nicht. Wie weit sollen deutsche Soldaten gehen? Diese Frage ist eine echte Herausforderung für die Kirchen, aber auch für die Verantwortlichen in der Politik. Gut, dass wir sie heute gemeinsam erörtern. Welche herausfordernde Frage wir uns damit heute stellen, ist nicht zuletzt daran zu erkennen, dass mit Loccum, Felix und Berlin gleich drei renommierte evangelische Akademien ihre Schlagkraft vereinen, um eine Antwort zu finden. Ich weiß nicht, wie oft es solche gemeinsamen Tagungen überhaupt gibt. Mich beeindruckt es jedenfalls. Ich habe gerne zugesagt, weil ich ja selber auch möchte, dass wir über Sicherheitspolitik öffentlich diskutieren. Und wir haben am Rande einer anderen Veranstaltung im Grunde so etwas wie heute zusammen ausgeheckter Sache, Herr Dutzmann und ich, oder Initiativen, die es dort gab, miteinander verbunden. Ich will mich ganz eng ans Thema halten, Frau Beusen, und die Frage in 5 Punkten beantworten. Wie weit sollen Soldaten gehen? Erstens, der erste Punkt. Soweit es unsere Verfassung gebietet und ermöglicht. Das Grundgesetz macht den Einsatz deutscher Soldaten stets unter der Maßgabe der Wahrung und Wiederherstellung des Friedens zu dienen in 4 unterschiedlichen Fällen möglich. Deutsche Soldaten werden erstens eingesetzt, um unser Land zu verteidigen, Artikel 87a des Grundgesetzes. Die Landesverteidigung ist eine zentrale Aufgabe der Bundeswehr und bleibt es auch angesichts der Tatsache, dass wir heute von befreundeten Staaten umgeben sind. Unter Verteidigung im Sinne des Artikel 87a, das ist jetzt ein bisschen eine juristische Bemerkung, verstehen die überwiegenden Vertreter der Staatsrechtslehre aber auch Verteidigung eines Bündnispartners. Da könnte es schon ein bisschen komplizierter werden. Der zweite Punkt, was unsere Verfassung gebietet und ermöglicht, sind deutsche Soldaten im Katastrophennotstand nach Artikel 35 Absatz 2 und 3 sowie im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen im Ausland, bei Erdbebengebieten und anderen, glaube ich, hier ziemlich unstreitig. Der dritte Punkt ist, deutsche Soldaten werden im Rahmen und nach den Regeln eines Systems kollektiver Sicherheit zur Wahrung des Friedens eingesetzt. Und ich habe einmal das Grundgesetz mitgebracht, weil es immer sich lohnt, das anzugucken. Und im Artikel 24 Absatz 2 steht eine ganz moderne Formulierung. Da heißt es, der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Er wird hierbei in die Beschränkung seiner Hoheitsrechte einwilligen. Und jetzt kommt es, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. Dauerhafte Ordnung zwischen den Völkern in der Welt herbeiführen und sichern mit dem Ziel Wahrung des Friedens. Das ist eine weitgehende Formulierung. Das ist die Grundlage für die Beteiligung deutscher Staaten an multinationalen Operationen zur Wahrung und Wiederherstellung des Friedens und der internationalen Sicherheit, die durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ermächtigt worden sind. Und schließlich viertens können deutsche Soldaten unter strengen Auflagen, von denen wir weit weg sind, nämlich im sogenannten Verteidigungsfall und im Fall des inneren Notstandes, auch im Innern eingesetzt werden. Und nach der Entscheidung des Großen Senats des Bundesverfassungsgerichts, der vorläufigen Entscheidung, die noch ausgeführt werden muss durch eine genauere Entscheidung des zuständigen Senats auch, zum Streitkräfteeinsatz mit militärischen Mitteln, im Ausnahmefall, zur Abwehr eines besonders schweren Unglücksfalls mit katastrophischem Ausmaß. Was das genau bedeutet, werden wir vielleicht noch, heute wahrscheinlich nicht, aber werden wir noch hören vom Bundesverfassungsgericht. Also die erste Antwort lautet, wie weit sollen Soldaten gehen, soweit es unsere Verfassung gebietet und ermöglicht. Die zweite Antwort lautet, soweit es das Mandat erlaubt. Was ist damit gemeint?
Kein deutscher Soldat befindet sich im bewaffneten Auslandseinsatz ohne Auftrag der Bundesregierung und ohne Zustimmung des Deutschen Bundestages. Der Deutsche Bundestag kann dem Antrag der Bundesregierung zum Einsatz der Streitkräfte zustimmen oder ihn ablehnen nach dem Parlamentsbeteiligungsgesetz. Auch ein Widerruf der Zustimmung ist jederzeit möglich. Solange ein solcher Widerruf nicht erfolgt, gibt es im Deutschen Bundestag also eine Mehrheit für das Mandat, das die nationale Ebene, und das ist für Soldaten sehr wichtig, dass sie im Auslandseinsatz nicht nur auf dem Wunsch oder nach der Entscheidung der Bundesregierung, sondern mit Zustimmung des Deutschen Bundestages sind. Es gehört darüber hinaus zu den Maximen deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, keine nationalen Alleingänge zu unternehmen. Deutschland bringt militärische Mittel nur in Abstimmung und wenn möglich gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern in der Welt zum Einsatz. Eine Ausnahme will ich nicht verschweigen, falls es gegebenenfalls um Befreiung deutscher Staatsbürger oder Evakuierungen in der Welt ginge, würden wir es auch alleine tun. Konkret bedeutet das, es ist immer das Ziel deutscher Sicherheitspolitik, den Einsatz militärischer Mittel durch ein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen oder in anderer Weise völkerrechtlich zu legitimieren. Bei einem international beschlossenen Einsatz sind die deutschen Soldaten an das jeweilige Mandat der Organisation oder des Bündnisses und an das Bundestagsmandat gebunden, das die Operation durchführt. Das ist mal die völkerrechtliche Dimension, die wir berücksichtigen sollten. Die dritte Antwort auf die Frage, wie weit sollen Soldaten gesehen gehen, lautet wie folgt. Soweit es sicherheitspolitisch und humanitär geboten ist. Was ist damit gemeint? Als Bundesregierung haben wir uns zu einer Außen- und Sicherheitspolitik verpflichtet, die wertegebunden und interessengeleitet ist. Wertegebunden bedeutet, unserem Handeln die Prinzipien unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung zugrunde zu legen. Diese Werte verpflichten uns auch zu Solidarität und zur aktiven Hilfe, wo es humanitär geboten und völkerrechtlich möglich ist. Interessengeleitet, Herr Rahms hat auch danach gefragt, bedeutet, im Interesse der sicherheitspolitischen Interessen unseres Landes zu handeln. Das umfasst, so umstritten es für manche auch sein mag, einen weiten Sicherheitsbegriff. Vielleicht kommen wir in der Diskussion darauf noch zurück. Sicherheitspolitisch und humanitär geboten, diesem Zweiklang folgt auch die internationale Staatengemeinschaft. Die UN-Charta bestätigt das naturgegebene Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung in Artikel 51 der UN-Charta und verleiht dem UN-Sicherheitsrat das Recht, militärische Maßnahmen zur Wahrung und Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Falle von Verstößen zu ergreifen oder zu autorisieren. Artikel 39 und 42 der UN-Charta. In diesen Fällen kann ein Einsatz deutscher Soldaten auch sicherheitspolitisch geboten sein. Und ich füge hinzu, dann muss es nicht zwingend um die Durchsetzung deutscher Interessen gehen, sondern kann es gegebenenfalls um den Ausschluss internationaler Verantwortung als Staat, der Teil der Vereinten Nationen ist, gehen. Wenn sich nämlich alle Staaten, wenn die UNO Truppen braucht, darauf berufen, es ginge nur dann, wenn es um ihre eigenen nationalen Interessen geht, dann wird es möglicherweise oft nicht genug Staaten geben, die dem Willen der Vereinten Nationen zum Erfolg verhelfen. Nach dem Völkermord in Ruanda, nach den sogenannten ethnischen Säuberungsaktionen im Vorfeld des Balkankrieges, hat die internationale Staatengemeinschaft mit dem Konzept der Schutzverantwortung das Völkerrecht weiterentwickelt. Wir haben eben davon gehört, Responsibility to Protect. Wenn sich ein Staat mit massivster Gewalt gegen die eigenen Bürger wendet, wenn es zu anhaltenden und schwersten Verstößen gegen die Menschenrechte kommt, dann kann der UN-Sicherheitsrat als letztes Mittel auch kollektive Maßnahmen nach Kapitel 7 der UN-Charta ergreifen. Das schließt den Einsatz militärischer Mittel ausdrücklich ein. Das Konzept der Schutzverantwortung gibt dem Einsatz militärischer Mittel im Rahmen einer humanitären Intervention den notwendigen rechtlichen Rahmen. Hieraus erwächst, was übrigens umstritten ist, was ich mit Ihrem katholischen
Amtsbruder in Mannheim streitig diskutiert habe. Hieraus erwächst nach meiner Auffassung keine Pflicht zur Beteiligung. Auch nicht aus humanitären Gründen. Wohl aber eine Pflicht zur verantwortlichen Entscheidung über eine Beteiligung, der wir uns nicht entziehen können. Auch nicht mit dem Argument, wir hätten dort keine deutschen Interessen. Klug mit dieser Verantwortung sowie mit dem Einsatz militärischer Mittel überhaupt umzugehen, darum geht es im vierten Punkt meiner Antwort auf die Frage, wie weit deutsche Soldaten gehen sollten. Und die Antwort lautet, soweit es politisch klug ist und soweit es die Fähigkeiten zulassen. Es gibt keinen Einsatzautomatismus. Es gibt auch keinen festen Kriterienkatalog, nach dessen Prüfung ein Einsatz bejaht werden muss oder abgelehnt werden muss. Der Einsatz militärischer Mittel muss immer unkalkulierbar sein. Sondern es gibt eine Fülle von Abwägungsgesichtspunkten im Einzelfall. Ein besonders wichtiger dabei ist folgender. Ist eine militärische Intervention geeignet, mehr Positives als Negatives zu bewirken? Also mehr Vorteile als Nachteile herbeizuführen? Das wiederum hängt von mehreren Faktoren ab. Ich nenne 7. Erstens, wir müssen die Folgen einer Beteiligung und einer Nichtbeteiligung für vitale bilaterale Beziehungen unseres Landes und für die internationalen Beziehungen insgesamt bedenken. Zweitens, wir müssen die Erfolgsaussichten realistisch einschätzen. Das ist für mich die Hauptlektion aus Afghanistan. Es ist relativ leicht, einen Einsatz zu beginnen, aber viel schwieriger ist es, ihn mit dem gewünschten Ergebnis zu beenden. Ich denke in diesem Kontext an den interessanterweise zuletzt meist von Intellektuellen, nicht von Militärs ausgehenden Ruf nach humanitären Interventionen. Wir haben es in Libyen erlebt und wir erleben es jetzt im Fall Syrien. Drittens, wir müssen uns vor jeder Intervention fragen, können wir helfen und helfen wir den Richtigen? Und können wir beurteilen, wer die Richtigen sind, denen wir da helfen? Sind diejenigen, die dabei sind, ein autoritäres oder diktatorisches Regime zu stürzen, für uns wirklich verlässliche Partner auch in Zukunft? Viertens, wir müssen prüfen, wie ein militärischer Eingriff in der Einsatzregion akzeptiert wird. Für jeden Einsatz brauchen wir Partner vor Ort. Fünftens, dieses Kriterium haben wir auch in den Leitlinien zum Umgang mit fragilen Staaten niedergelegt, die wir im vergangenen Mittwoch im Kabinett beschlossen haben und auf die Sie eben eingegangen sind. Dazu gehört auch die Maßgabe, dass ein mögliches militärisches Vorgehen immer nur ein Teil eines gemeinsamen politischen Konzeptes sein kann, dessen Tragfähigkeit über einen gemeinsamen Streitkräfteeinsatz hinausreicht. Sechstens, wir sollten uns mit Verbündeten über ein mögliches militärisches Eingreifen abstimmen. Wer macht überhaupt mit? Finden sich genügend Verbündete für ein militärisches Vorgehen? Und siebtens, eine berechtigte Frage, die man mit Intellektuellen schwer diskutieren kann, haben wir eigentlich die notwendigen Fähigkeiten, militärisch, finanziell, personell? Wie ist das Verhältnis einer Abwägung der Aufwendung im Verhältnis zum Ertrag? Wie hoch ist der finanzielle Preis? Wie hoch kann ein Blutzoll sein? Sind wir ihn bereit zu übernehmen? Schon die Bibel mahnt uns vor Beginn riskanter Vorhaben zu einem kalkulatorischen Überschlag. Der Evangelist Lukas zitiert Jesus mit den Worten, Lukas 14, Vers 25 bis 33, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen. Mit anderen Worten, überlege vorher, ob du das schaffst und ob du dir das leisten kannst. Ein guter Ratschlag. Mein fünfter Punkt, wie weit sollen Soldaten gehen, lautet, soweit es der Soldat verantworten kann. Die Soldaten der Bundeswehr haben Rechte und Pflichten. Alle Berufs- und Zeitsoldaten schwören, alle freiwillig Wehrdienstleistenden geloben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.
Das ist ihre Pflicht. Es ist die einzige Qualität dieser Art von Pflicht, die wir irgendeiner Berufsgruppe in Deutschland auferlegen. Das kann auch den Einsatz des eigenen Lebens bedeuten. Bei dieser ihrer Pflichterfüllung sind die Soldaten an die Grundsätze der inneren Führung gebunden und damit an die Grundsätze der Menschenwürde, Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Diese Prinzipien beschreiben Rechte und Pflichten der Soldaten zugleich. Vorgesetzte haben eine besondere Verantwortung. Sie haben die Pflicht, ich zitiere § 10 des Soldatengesetzes, Befehle nur zu dienstlichen Zwecken und nur unter Beachtung der Regeln des Völkerrechts, der Gesetze und der Dienstvorschriften zu erteilen. Aber bei allen Prinzipien im Einsatz kommt es nicht zuletzt auch auf Verantwortung und auf das Gewissen des einzelnen Soldaten an. In der zentralen Dienstvorschrift 10-1 zur inneren Führung heißt es, dass die Soldatinnen und Soldaten, ich zitiere, vor allem im Einsatz Gewissensentscheidungen treffen, die ihre ethische Bindung in den Grundwerten finden. Ich kann mir nicht viele Armeen vorstellen, in der das als Dienstverpflichtung für Soldaten niedergeschrieben ist. Sein Gewissen zu bilden, ist daher die Pflicht eines jeden Soldaten der Bundeswehr. Denn seinem Gewissen zu folgen, bleibt das Recht eines jeden Soldaten der Bundeswehr, auch in dem für jede Bundeswehr, für jede Streitkräfte notwendigen System von Befehl und Gehorsam. Behalten wir also immer die konkrete Situation im Blick. Im Einsatz müssen die Soldaten und ihre Vorgesetzten entscheiden, wie weit sie gehen. Auch wenn sie ein Mandat haben, auch wenn es verfassungsrechtlich zulässig ist, auch wenn es einen UNO-Sicherheitsbeschluss gibt, auch wenn sie die richtigen Fähigkeiten haben. Als Gesellschaft dürfen wir sie mit dieser Frage nicht alleine lassen. Denn am Ende sollen und werden sie nur so weit gehen, wie ihnen zu gehen erlaubt ist und wie sie Unterstützung dafür finden. Und es ist schwierig, in einer konkreten Situation eine Entscheidung zu treffen. Und es ist verdammt leicht, im Nachhinein die Umstände des Einzelfalls vom warmen Sofa zu Hause aus zu bewerten. Wie weit sollen deutsche Soldaten gehen? Meine Antwort lautet also, soweit es unsere Verfassung gebietet und ermöglicht, soweit es das Mandat erlaubt, soweit es sicherheitspolitisch und humanitär geboten ist, soweit es politisch klug ist und die Fähigkeiten es zulassen und soweit es der Soldat verantworten kann. Wir sind hier nicht in der Armee, sondern bei drei Akademien zu Gast. Deswegen freue ich mich nun auf eine Diskussion.